Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Ja, super, dass so viele gekommen sind. Es lohnt sich wirklich, denn wir zeigen hier immer einen herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm. Das kennen Sie bereits. Und wenn Sie schon öfter hier gewesen sind, dann wissen Sie auch, ich stelle immer am Schluss eine Frage, wo ich den Regisseur dann nochmal frage, was tut sich denn nach Ihrer Meinung im deutschen Film? Und bei den letzten 6 Veranstaltungen kam 5-mal Love Stakes. Das tut sich gerade im deutschen Film. Da geht's richtig ab. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir die beiden heute hier haben, die dafür verantwortlich sind, Jakob Blass und Ines Schiller. Dafür schon mal einen Applaus. Toll, dass ihr da seid. Wer nicht weiß, warum das durch die Decke gegangen ist bisher, das fing an mit den Förderpreisen Neues Deutsches Kino beim Filmfest München. Die haben alle 4 Preise gewonnen, die es da zu gewinnen gab. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und die übliche Anekdote ist, sein bestes Drehbuch bekamen sie auch, obwohl sie gar kein Drehbuch hatten. Und dann beim Max-Ophüls-Preis, wichtigster Nachwuchspreis in Deutschland bei einem Festival, den haben sie auch gewonnen. Und dann waren sie dadurch sogar der erste Film in der Geschichte der deutschen Filmfestivals, der es geschafft hat, in offiziellen Wettbewerben in München, Saarbrücken und Berlin zu laufen, denn der Sieger aus Saarbrücken ist dort gesetzt. Und das ist wirklich was Tolles, dass wir da diesen Film heute hier bei uns haben und im Rhein-Main-Gebiet ein so langes Gespräch dann auch nach dem Film führen dürfen. Bevor ich die beiden aber auf die Bühne bitte, das wissen Sie auch, gibt es immer keine Werbung, sondern einen thematisch passenden Vorfilm. Das ist heute ein 2-Minüter, ganz kurz und knackig. Es gab viele Anknüpfungspunkte, fand ich, zunächst bei verschiedenen Filmen und ich habe mich für diesen entschieden, denn der heißt Frankfurt fühlen, aus dem Jahr 1990, ist auf 16 mm von Martin Kirchberger und der nimmt sich den Aspekt der Massage aus Love Stakes schon mal vor. Das kann ich schon mal sagen. Und wir zeigen diesen Film in Kooperation mit den Rüsselsheimer satirischen Filmtagen, Cinema Concetta, die uns den Film zur Verfügung gestellt haben. Wir haben letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt. Wer noch nicht da war, unbedingt da mal vorbeischauen. Das Gespräch nachher führt Ulrich Sonnenschein von der EPD Film. Er ist auch gleichzeitig Redakteur beim Hessischen Rundfunk. Und diese Gespräche, die wir hier führen, gibt es in einem Sonderheft zusammengefasst von der EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift, unser Kooperationspartner. Und die gibt es natürlich auch hier im Shop zu kaufen. So, und jetzt sage ich zunächst mal viel Spaß mit Frankfurt fühlen. Und in 2 Minuten bin ich wieder da. Bis gleich. Frankfurt fühlen, ja. Begrüßen Sie mit mir bitte Jakob Blass und Ines Schiller von Love Stakes. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke schön. Na, passt der zu eurem Film? Wunderbarer Film, wirklich großartig. Das ist echt herrlich. Hm? Wir haben das auch gefühlt. Ja, das fühlt man. Wir fühlen Frankfurt. Super. Erzählt mal, ihr kommt doch jetzt gerade aus einer ganz für euch spannenden Phase auch. Ihr seid jetzt für den Deutschen Filmpreis auch nominiert, noch dazu. Und das steht ja jetzt direkt an diese Woche, ne? Das stimmt, am Freitag ist es soweit. Ja, die Spannung steigt. Enorm. Und ja, also ich meine, das ist ja wirklich unglaublich, was euer Film da schon durchgemacht hat. Es ist ja wirklich ein Stück Filmgeschichte schon geworden, kann man sagen. Finde ich. Festivalgeschichte auf jeden Fall. Wie habt ihr das aufgenommen, wahrgenommen? Kriegt ihr das überhaupt so auch krass mit? Oder? Ja. Ja, doch. Ich hab mir jetzt gerade nur gedacht, bloß nicht die Erwartungen zu hoch schrauben. So, wenn man jetzt so die Preise so aufzählt, wer soll dann den Film noch genießen? So, wenn man sich so denkt, dafür und dafür? Ach, dafür auch noch ein Preis? Naja. Und so. Aber nee, es ist schon, ja, es ist schon gut. Also Preise tun immer gut. Ja, der Knaller ist ja auch, dass das noch nicht mal der Abschlussfilm von euch war. Könnt ihr nochmal dazu sagen, wie der Film denn jetzt tatsächlich entstanden ist bei euch? Also, ist das ein Semesterfilm oder? Hallo? Kannst auch Ines antworten lassen.
du dich deine Fasson wieder gewinnst. Ja, das war ein Sonderprojekt im Endeffekt und so ein Zwischenprojekt. Ein paar Leute haben ihren Abschluss oder einen Schein damit gemacht, zum Beispiel Gesa, die ihn geschnitten hat, hat ihr Diplom damit gemacht. Aber ansonsten war das einfach so eine Idee, wir wollen jetzt mal einen Langfilm machen und wir sind ja noch gar nicht fertig, also konnten wir gar nicht unseren Abschluss damit machen. Und so ist es dann losgegangen. Was erwartet uns jetzt? Möchtet ihr uns was auf den Weg mitgeben für die kommenden 90 Minuten? Mit euren Liebesschnitzeln, wie ihr immer schön schreibt. Ja, guten Hunger und viel Spaß. Ja. Ja, dem schließen wir uns an und in 90 Minuten sind wir wieder da zum Gespräch. Einen großen Applaus, Jakob Last und Ines Schiller. Schön, dass ihr da seid. Grüßen Sie Regisseur Jakob Last und Producerin Ines Schiller. Herzlich willkommen. Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier bleiben. Fulminantes Ende dieses Films. Ich hatte es kaum noch in Erinnerung. Ich wusste, dass es fulminant war, aber es war schön, nochmal zu sehen, wie fulminant da das Blut spritzt. Und man fragt sich dann tatsächlich, was ist das? Stierblut, Theaterblut, echtes Blut, Himbeersaft? Alles ein bisschen. Alles ein bisschen? Ja. Aber ein Geheimrezept können wir jetzt nicht. Aber schmeckt gut, oder? Schmeckt gut, haben wir alle probiert auf jeden Fall. Wir haben es vorhin schon gehört, es war nicht mal der Abschlussfilm, sondern es war ein besonderer Film. Ich würde dieses nicht mal vielleicht ein bisschen modifizieren wollen. Wäre so ein Film als Abschlussfilm denkbar gewesen? Hättet ihr den Mut gehabt, sowas als Abschlussfilm zu machen? Ja, wir hätten den auf jeden Fall gehabt, den Mut, glaube ich. Aber es war für uns ein großer Vorteil, dass es kein Abschlussfilm war, weil wir viel schneller einfach zu Potte kamen. Weil man beim Abschlussfilm muss man durch alle möglichen hochschulinternen Gremien durch und meistens, also eigentlich ist es auch untypisch überhaupt, dass ein Langfilm nur innerhalb der unserer Hochschule da produziert wird. Meistens holt man sich da externe Partner und das hätte alles aber verkompliziert für uns. Wie wäre so ein Film ohne dieses Biotop Uni? Ist es denkbar? Gibt es eine Möglichkeit, Fördergelder zu kriegen? Oder muss man, wenn man so einen Film machen will, sagen, wir machen es komplett autonom und wir besorgen unser eigenes Geld und wir besorgen unseren eigenen Vertrieb und dann sehen wir mal, was der Markt damit macht? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, weil wir in der Uni waren, uns tatsächlich die Freiheit nehmen konnten, einfach wirklich zu machen, was wir wollen und das auszuprobieren. Also wirklich ein Experiment zu wagen. Und wenn man das außerhalb dieses, wie du so schön sagst, Biotops macht, dann hat man natürlich einen ganz anderen ökonomischen Druck dahinter. Und ich glaube oder ich hoffe, dass sich tatsächlich in der Förderlandschaft was ändert und dass es möglich wird oder teilweise auch schon möglich ist, mit solchen Projekten Förderung zu bekommen. Ich glaube, dass das vor einiger Zeit noch nicht möglich war. Ich glaube aber, dass gerade Filme wie unserer jetzt oder auch andere erfolgreiche Filme, die eben gezeigt haben, dass es möglich ist, einen guten Film zu machen, auch wenn man kein klassisches Drehbuch hat, dass die da ein Umdenken anstoßen. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich hatte eine ganz witzige Begegnung in Carlo Vivari auf dem Festival, wo mich eine Dame von der Seite angestupst hat und ziemlich giftig gemeint hat. Sie sind also die, die an uns vorbei produzieren. Und das war tatsächlich das Medienboard Berlin-Brandenburg, eine Förderinstitution, vertreten durch diese Dame. Und dann habe ich mich länger mit ihr unterhalten und sie hat, ich habe dann gesagt, ja, hätten wir denn eingereicht, hätten wir denn überhaupt eine Chance gehabt? Und sie war so, ja, nee, natürlich nicht. und jetzt aber mit einem Referenzprojekt, auf das man hinweisen kann und sagen kann, so sieht es dann aber aus, wenn wir das machen, sieht es hoffentlich anders aus und ist leichter. Also wenn du sagst, du hoffst, dass sich in der Förderpolitik was ändert, dass solche Filme Förderung kriegen können, kann man das vielleicht auch anders formulieren, zu sagen, dass sich in der Filmproduktionsszene etwas ändert, dass es Filme geben kann, die gar keine Förderung beantragen müssen? Also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich glaube, dass es grundsätzlich ist Förderung was Gutes. Ich glaube allerdings, wie Sie
aktuell halt funktioniert, ist sie ziemlich fehlerhaft. Und da gibt es auf jeden Fall verbesserungswürdige Punkte. Ich glaube, dass es nie gut ist, mit seinem Privatgeld Filme zu machen, weil Filme machen ist kein Hobby, sondern ein Beruf, also zumindest so, wie wir es begreifen. Deshalb muss es entweder Industriepartner oder eben Förderung geben, die das finanzieren. Und nicht lieber ein Industriepartner als ein Medienboard Berlin-Brandenburg oder eine Rundfunkanstalt? Also, das kommt aufs Projekt an. Also, das kann man nicht pauschal sagen. Ich finde ja tatsächlich, dass wir eigentlich, wenn man es sich von außen anguckt und relativ neutral, in einer wunderbaren Situation sind in Deutschland, wo es eben die Mischung gibt, wo es einfach beides gibt. Es gibt einen freien Markt und es gibt tatsächlich Filme, die voll auch auf Gewinn abzielen und diesen auch machen. Und es gibt einfach Förderinstitutionen und man kann das beides kombinieren. Und das ist eigentlich eine traumhafte Situation, dass man sich da nicht für oder weder entscheiden muss, obwohl es da Tendenzen gibt, die das weiter ausspreizen wollen. Aber eigentlich ist genau die Mischung ja das Interessante, dass man sagt, man macht in dem Sinne Kunst, die aber ein Publikum erreicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Film, der vorneweg sagt, wir machen eine Mischung aus Impro-Theater, geskripteten, also langem Spielfilm und Dokumentarfilm, schon beim Pförtner keine Chance mehr gehabt hätte, überhaupt weitergereicht zu werden in die Etagen der Rundfunkanstalten, wo dann eben mitentschieden wird. Und selbst wenn er dann weitergereicht wird, dann sitzt da ein Redakteur und sagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber ich möchte gern mehr dokumentarisch. Und der Nächste sagt, naja, ist alles schön und gut, ich möchte gern mehr Skript. Das heißt, da werden Ideen verwässert. Das kann sein. Wir haben jetzt tatsächlich persönlich einfach so eine Erfahrung noch nicht gemacht, deshalb können wir da noch nicht so viel mitreden. Unser großes vielleicht Talent ist bisher gewesen, tatsächlich auch diese Mechanismen, die es auch in der Hochschule natürlich gibt, einfach zu umgehen. Also einfach das Projekt so zu machen, dass wir dem nicht ausgesetzt sind. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, diese Art von Dreiteilung sozusagen oder diese drei sehr unterschiedlichen Sparten in einem Projekt zu verbinden? Das ist ja nicht, was das auf der Hand liegt, wo man sagt, ach Mensch, warum habe ich nicht früher dran gedacht? Naja, doch, genau so. Ich hab davor einen Film gemacht, der heißt Frontalwatte und der ist schon improvisativ entstanden und da habe ich ein bisschen Drehbuch vermisst, dass ich so das Gefühl hatte, okay, es könnte noch mehr Sicherheit während des Drehs geben, dass man nicht zu viel, also dass man eigentlich nicht so viel planen und vordenken muss während des Drehs, sondern da ein Stück weit schon was gemacht hat. Und dann war irgendwie auch, dann war einfach ganz klar die Frage, warum nicht eigentlich, wenn man auch gerade eben in einem realen Ort was machen will, dann auch mit den Leuten, die dort arbeiten und am meisten darüber erzählen können, wie es da ist und am meisten einfach wirklich den Tonfall treffen. Macht ja, gerade in den Nebenrollen macht es einfach unglaublich Sinn, Leute zu besetzen, die sich in der Hotelküche auskennen. Die wissen, wo da was liegt einfach. Ja, die Figuren, die sind in einer Art und Weise natürlich, dass sie schon wieder künstlich wirken. Also da werden ja Sehgewohnheiten unterwandert. Direkt am Anfang in der, ich weiß jetzt nicht, ob es die erste oder zweite Szene ist, ich nenne sie mal die zweite, aber auf die erste komme ich gleich noch. Die Rezeptionistin, die spricht, so wie niemand im Film jemals spricht, aber wie eben jeder sprechen würde, dem man sagt, sprech das doch mal. Also was heißt das? Wir unterlaufen jetzt Sehgewohnheiten? Von mir aus, ja. Also klar, ja, man könnte fast sagen, das war mit eines unserer Ziele, wobei wir es niemals so formuliert hätten, weil wir haben nie was so negativ formuliert für uns. Wir haben uns schon klare Ziele gesetzt, aber die immer positiv formuliert, immer was wir wollen, was wir haben wollen, nicht was wir nicht haben wollen, sozusagen, wem wir widersprechen wollen. Im Gegenteil, sondern wir haben halt gesagt, nee, wir wollen keine Dialoge schreiben, sondern wir wollen, dass sie von den Leuten kommen. Wir wollen, dass die Kamera den Darstellern folgt und viel mehr. Und wir wollen natürlich, dass unsere professionellen Schauspieler zu den Leuten, die die echten Mitarbeiter im Hotel sind, passen. Wir wollen da irgendwie eine gemeinsame Sprache finden. Und das Naheliegendste da ist natürlich eine Alltagssprache. Diese beiden ersten Szenen zusammengenommen sind für mich ein klares Statement gewesen. Also am Anfang das Bild, was aus der Ballettromantik kommt, quasi mit vollen Farben und dann urinieren wir mal auf die Vorstellung, die es hervorgerufen hat. Und das nächste ist sozusagen die Ohrfeige. Hier ist die bittere Realität. Übertrieben oder so intendiert? Ach ja, das ist schön gesagt, würde ich sagen, ja. Okay.
Wenn man Realität als Realität ernst nimmt im Film, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man auch Langeweile erzeugt, weil Realität ist in der Regel langweilig und in der Hotelhalle zu sitzen und die Leute zu beobachten und ihnen bei ihren banalen Gesprächen zuzuhören, ist auch langweilig. Und einen langweiligen Film zu machen, ist, glaube ich, das größte Verbrechen, was man überhaupt machen kann. Das finde ich spannend. Wie habt ihr es geschafft, mit diesen vielen langweiligen Momenten so einen spannenden Film zu machen? Das ist eine interessante Frage. Das ist echt eine gute. Ich weiß gar nicht, ob wir Realität, also das ist echt eine, die Frage wäre tatsächlich, war das ein Anspruch, sozusagen der Realität gerecht zu werden? Das ist eine Frage, die ich jetzt so schnell nicht beantworten kann, deswegen werfe ich mich auf das mit dem Langweilen und da ist ganz klar, wir wollten nicht langweilen. Also auf gar keinen Fall. Das war nicht unsere Intention. Ich glaube, es gibt genügend Filme und Filmemacher, die das schon ausprobiert haben. Und da kann man sozusagen drauf zurückgreifen. Für die Erfahrung. Für jeder, der diese Erfahrung vermisst in dem Film. Aber für uns war das gerade nicht interessant. Also wir hatten das Gefühl, das braucht es jetzt nicht. Aber was ganz wichtig war, glaube ich, im Entstehungsprozess ist, dass also durch unsere Arbeitsweise mit dieser Improvisationsmischung gemischt mit dem, dass wir ganz genau wussten, was wir sagen für Bausteine brauchen, um diese Geschichte zu erzählen, haben wir uns die Freiheit genommen, uns, also tatsächlich uns auch während des Drehs zu langweilen und mal Leerlaufphasen zu haben. Weil nur dann kann man den Druck rausnehmen, so dass man, dass diese wirklichen Momente, wo was wirklich irgendwie originell im sozusagen klassischsten Sinne, also im Wortsinne passiert, nur dann können die entstehen. Also das war ja sozusagen eine der Ideen, dass man versucht, diesen Druck aus jeder Minute Film, die da durchrattert auf der Festplatte, rauszunehmen, sondern das zuzulassen und irgendwie so dann an diese besonderen Momente zu kommen. Ich denke, es ist einfach der Montage zu verdanken oder beziehungsweise der Entschluss, nicht zu langweilen, wurde in der Montage dann umgesetzt. Also da war der Filter und der Anspruch und die ist ja hier wirklich rhythmusgebend und die macht das dann aus. Aber wie Ines gerade richtig gesagt hat, wir haben 78 Stunden Material gesammelt und da ist unglaublich, und wir haben sie auch gesehen, und da ist viel Langweiliges dabei auf jeden Fall. Das ist quasi der Anschluss zu der nächsten Frage, die ich hätte. Das Ganze sieht ja aus wie so eine Bastelei. In der Postmoderne hat man das Bricolage genannt. Also es sind immer wieder Schnitte an Stellen, wo sie gar nicht nötig sind, weil da wird rhythmisiert. Sprechen wir später noch über die Musik, die ich ungeheuer wichtig finde in dem Film. Aber erstmal über diese Bastelei. Wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen, diese 78 Stunden Material herzustellen? Weil man denkt ja, das ist in 3 Tagen an einem Wochenende mal eben so runtergedreht. Und dann. Ist das eine Beleidigung? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt, nein, das ist. Da gibt es jetzt doch eine Schlägerei? Nein, das ist deshalb. Nein, es ist frisch und unmittelbar. Okay, danke. Ja? Okay. Vielen Dank. Und, ja, gut. Insofern, es ist nicht so, dass da jemand gesessen hat, Wochen und Monate und hat gesagt, da machen wir jetzt noch einen Nachdreh und bitte in der Küche nochmal eben das Fett ausschütten. Ja. Ja, also Zeit, reden wir über Zeit. Wie viel Zeit hat das gekostet? Wie viel Zeit hat es gekostet? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch weiter ausholen soll, aber die wichtigen Zeiten sind ja die, nach denen du fragst. Wir haben 6 Wochen gedreht, also 28 Drehtage innerhalb von 6 Wochen. Wir haben ungefähr 4 Wochen Material gesichtet oder länger, vielleicht 5 Wochen, weil man kann auch nicht mehr als 4 Stunden Material pro Tag gucken, dann ist man irgendwie blind und hasst sich selbst und hasst den Film. Ja. Wirklich, also nach 4 Stunden ist es schon soweit eigentlich. Ja. Und vor allem haben wir im Sommer gesichtet, was es dann noch härter gemacht hat, weil wir uns einfach einsperren mussten und und sichten. Und dann haben wir auch schon im Sommer angefangen zu schneiden und haben bis in den Winter reingeschnitten, 6 Monate lang. Also 5 Monate innerhalb von 6 Monaten durchgeschnitten, 9 to 5. Das heißt, von der ersten Idee bis zum fertigen Film weniger als ein Jahr? Von der ersten Idee bis zum fertigen Film 2 Jahre, ziemlich genau. Also ein halbes Jahr Vorproduktionszeit und dann noch viel, viel mehr halt für die Nachproduktion. Also genau. Wie schwierig war es, das Cast zu finden? Also erstmal 2 professionelle Schauspieler zu suchen und dann zu sagen, okay, wir kommen hier nach Ahrenshoop in ein Hotel und alle machen mit, keiner darf entfliehen. nicht ganz so. Ne? Wir haben zum Glück einfach eben das nicht gesagt, sondern wir konnten ganz offen hingehen und sagen, wer mitmachen will, kann mitmachen. Und haben Leute einzeln angesprochen, ob sie Lust haben, aber
mussten nie jemanden zwingen, wirklich mitzuspielen. Ich glaube, das macht viel aus, einfach, weil auch umso länger wir gedreht haben, umso lockerer waren die Leute, umso mehr waren sie interessiert, vielleicht doch noch ein kleines Stückchen mitzumachen. Die Freiheit hatten wir dadurch, dass wir gesagt haben, unsere Geschichte baut auf den beiden Hauptprotagonisten auf, von denen wir wissen, dass sie mitspielen werden. und wir müssen uns nicht, wir haben keinen Druck, die anderen zwingend einzubauen, sondern haben da eine Freiheit. Und wie kamen Lena und Franz, wie kamen die zu euch? Wie hat sich das, gab es ein Casting oder seid ihr sowieso schon seit Jahren befreundet? Tatsache, also ich bin mit Franz schon seit Jahren befreundet, seit 5 Jahren ungefähr, der hat bei einem Kurzfilm von mir mitgemacht. Also die Anekdote ist die, dass er eigentlich eine Choreografie machen sollte, beziehungsweise gemacht hat, und dann ist uns ein Schauspieler abgesprungen, dann haben wir Franz gefragt, ob er nicht Lust hat einzuspringen, und er hat einen Mini-Auftritt gehabt, hat sich zwischen ein Liebespaar gesetzt auf einer Bank. Übrigens, der Film, von dem ich dir vorhin erzählt habe, das ist der. Und das war so genial. Also wir haben gedacht einfach, wie kann sich jemand so spannend einfach nur irgendwo hinsetzen und dabei so interessant und so viel Ausstrahlung haben. Der hat gar nichts weiter gemacht und wir waren nur so, geil. Und seitdem habe ich mehrere Filme mit ihm gemacht. Auch von Tarwate ist er der Hauptdarsteller. Und es war von Anfang an klar, dass Franz mitspielen soll. Und die Rolle ist auch auf Franz geschrieben. Und Lena? Lana ist durch einen witzigen Zufall auch einfach zu uns gekommen. Die hat sich über den HFF-Mailverteiler als Regieassistentin beworben. Und ich fand ihren Namen so cool. Ich fand einfach Lana Cooper. Klingt halt einfach verdammt cool. Und dann habe ich halt im Internet nachgeguckt und habe gesehen, dass sie Schauspielerin ist oder war, und habe sie gefragt, ob sie denn bereit wäre, nochmal zu spielen. Und sie hatte Bock, also es hat dann noch ganz lange gedauert, weil ich war gerade im Ausland, bis ich sie dann treffen konnte, und es war richtig aufregend. Und für mich war es einfach, ich war richtig nervös. Und dann hat es aber gut, ja. Also dann war es erstmal so, ich muss es doch weiter, ich möchte es gerne weiter ausweiten. Ich habe einfach ein wahnsinnig energetisches Showreel von ihr gesehen, wo sie improvisiert auch und wo sie wirklich ganz viel Power hat. Und dann habe ich sie getroffen um 10 Uhr morgens und habe dann so ein bisschen Angst gekriegt, weil sie dann doch sehr ruhig war. Und dann später konnte ich feststellen, dass Lana einfach wirklich einfach das beides in sich hat. Sozusagen so, also einfach ein komplexerer Charakter ist, als vielleicht auch wie man sie hier sieht. Und das Gute ist, also sie kann beides. Wie viel von den Szenen, die beide tragen, ist geschrieben und wie viel ist am Set entstanden? Wie viel ist überhaupt gar nicht vorher gedacht gewesen, sondern als Vorgabe von den Schauspielern gekommen? Also wir haben 18 Szenen aufgeschrieben und haben daraus ein Skelett gebaut für die Dramaturgie des Films, also einen Bogen gespannt. Das vornehmlich, also ist es deren Beziehung einfach. Wir hatten natürlich noch viel, viel mehr Material, also was wir Fleisch genannt haben, einfach was dieses Skelett auffüllt. Und das hatten wir auf Karteikarten dabei und haben das dann auch manchmal zu Rate gezogen. Und darüber hinaus ist alles ist halt aus dem Spontanen entstanden, einfach entweder inspiriert durch das, was gerade passiert ist im Hotel oder was uns so in den Sinn gekommen ist. Und dafür haben wir uns extra Zeit im Drehplan eingeplant. Das ist genau dafür, das ist jetzt, wir haben gesagt, das ist jetzt ein Improvisationsdrehblock oder so. Und diese 4 Stunden sind dafür reserviert. Ich glaube, dass es auch wichtig war, dass die Schauspieler tatsächlich keine dramaturgische Verantwortung hatten. Die mussten nicht überblicken, was ist jetzt hier gerade zu sagen, was fehlt uns im Material oder wo müssen wir jetzt hin mit der Szene, sondern das war komplett in sozusagen in unserem Kopf und in unserer Hand auf unserer Tafel. Und Jakob hat sie halt sagen wirklich nur in dem Moment machen lassen. Und deshalb ist es auch so stark, was da passiert. Also die mussten zu keinem Zeitpunkt über nachdenken, was passiert hier eigentlich in Geschichte, sondern was passiert nur in dieser Szene zwischen uns beiden. So. Und es war auch in keinem Moment klar, welche Szene drin ist und welche nicht und wie die Geschichte weitergeht. Das Ende allerdings war wahrscheinlich relativ fixiert, oder nicht? Absolut. Nee, das Ende war klar und wie gesagt, ein dramaturgischer Bogen und ein Verlauf, also der Verlauf, den deren Beziehung nehmen wird, der war ganz klar.
Also, und das war ziemlich einnötig. Und das war auch die Sicherheit, die wir einfach beim Dreh hatten, dass wir nicht zweifeln mussten, wie geht es jetzt aus, welche Richtung geht es, sondern uns ging es dann eben darum, eine Freiheit zu haben in den Nuancen und in der Ausführung, einfach in den einzelnen Szenen, wie sich das zwischen den beiden entwickelt. Aber wir hatten es in 5 Phasen eingeteilt, die ganz bildliche Namen hatten, einfach wie Katz und Maus, wenn sie mit ihm spielt, wie mit einer toten Maus haben wir uns, oder halbtoten Maus, haben wir uns vorgestellt, oder Anschleichen hieß die Phase davor, wo sie sich so und so weiter. Also das war klar, was da der Verlauf ist, da mussten wir uns keine Sorgen machen. Ich will mal die Inhaltsangabe vorlesen, weil ich sie so toll finde. Also es gibt wirklich wenige, also du machst das bei all deinen Filmen mit so einer wunderbaren kurzen Inhaltsangabe, wo alles drinsteht, was man braucht. Ein Luxushotel, Steaks werden gebrutzelt, Speckröllchen massiert, Clemens, zart, kommt als Frischling in den Wellnessbereich, Lara, gut durch, muss sich im Küchenrudel behaupten, der Fahrstuhl bringt die beiden zusammen, sie reiben sich aneinander, bis es knallt. Damit ist der ganze Film beschrieben. Aber warum der Titel? Also wir hatten irgendwie das Gefühl, wir brauchen 2 Wörter, die die beiden Charaktere repräsentieren, einfach 2 sich widersprechende Worte so ein bisschen, oder Worte, die im Kontrast stehen. Und dann kam Love Stakes irgendwann auch auf, und ein Ding blieb so irgendwie im Ohr hängen und hat dann auch sofort einfach eine Referenz gebildet zu vielen wichtigen Szenen im Film, einfach die einfach charakteristisch sind, finde ich. Als Beispiel die tiefgekühlten Fleischstückchen oder eben die Parallelmontage von den verschiedenen Fleischsorten, die da massiert werden. Und das in die Pfanne hauen am Schluss. Genau. Und ja, und irgendwie ist es ja so ein bisschen auch, ja, genau, es sind eigentlich die beiden Charaktere für mich. Weil beide machen etwas, was sehr Zärtliches ist, entweder kochen oder massieren. Und beide machen das als ihren Beruf und beide haben damit Schwierigkeiten. Und beide sie kontrastieren sich so ein bisschen. Und das ist das. Irgendwo habe ich gelesen, du hast gesagt, du wolltest raue und unbändige Liebe inszenieren oder in den Film zurückholen sozusagen. Hatte der Film das verloren im Laufe seiner Zeit? Dieser? Nein, überhaupt Film. Liebesfilm. Der Film an sich. Also, das ist echt schwer, weil ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Und zweitens kann ich nicht dem Film was zurückholen, was er verloren hat. Das wäre zu viel. Also das traue ich mir jetzt nicht. Oder zumindest gehe ich nicht mit dem Auftrag in die Welt. Also das beides wäre jetzt eher bei anderen Leuten, also das zu beurteilen. Aber Vorsätze magst du eigentlich schon. Jetzt komme ich zu Fogma. Fogma ist, wie viel verdankt Fogma Lars von Trier und Thomas Winterberg? Vor allen Dingen den Namen, also in allererster Linie natürlich, weil wir haben uns ganz viel, also so ist dieser Film tatsächlich entstanden, dass wir beide uns getroffen haben und gesagt haben, wir wollen einen Film machen. Wir haben noch Timon, den Kameramann, dazugeholt, mit dem ich Frontalarbeite schon gemacht hatte. Und wir haben einfach ganz viel über unsere Erfahrungen gesprochen, überhaupt mit Filme machen, mit einem improvisierten Film machen, im Speziellen. Und haben einfach gesagt, okay, wie kann man das angehen? Und sind da auch sehr schnell drauf gekommen, dass es wahrscheinlich ein unglaublich kluges, kreatives Mittel sein könnte, Regeln aufzustellen. Und waren dadurch sofort natürlich bei Dogma 95, die sich sehr kluge Regeln aufgebaut haben, und darüber kam dieser eher witzige Name, also eher witzig gemeinte Name Fogma, der aber das einzig Ironische tatsächlich an dem Ganzen ist, weil die Regeln, die wir uns aufgestellt haben, waren sehr praktisch, waren sehr für uns, waren gar nicht so sehr nach außen, auch wie das Manifest von den 90er-Jahre-Jungs, die das ja wirklich so sehr nach außen und sehr auch als ist ja die Message schon so drin. Und für uns war das, unsere Regeln waren sehr auf unseren konkreten Dreh bezogen. Wie wollen wir diesen Film machen und eine Zusammenfassung von unserer Reflexion, also von dem, wie wir uns Gedanken gemacht haben und was wir wirklich bis zum Dreh und über den Dreh hinaus durchgezogen haben, zu reflektieren. Einfach, wie machen wir Filme, was sind da unsere Themen? Die Regeln kann man nachlesen im Internet. Ich habe sie sogar mal ausgedruckt und mitgebracht. Interessant fand ich, wenn man die so liest, dann sind das Regeln für Leute, die keine Regeln mögen. Das stimmt.
Naja, wir mögen, ich glaube, wir mögen keine fremden Regeln. Ja. Das ist der Punkt und das ist der große Unterschied von unseren Regeln zu so vermeintlichen Filmemachregeln, die es ja überall gibt, die irgendwie implizit sind, die viele Leute internalisiert haben und oftmals nicht unbedingt reflektieren. Macht halt Filme so, wie man sie macht. Und das ist halt das Tolle an unseren Regeln. Also wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt so viel Freiheit haben, dann wollen wir uns aber ein Spielfeld abstecken, in dem wir dann spielen können. Und zwar wirklich bis zum Ende, also wirklich konsequent und uns keine Gedanken machen müssen, okay, aber sollten wir nicht vielleicht doch auf dem Spielfeld spielen oder da, sondern wirklich einfach uns vorher überlegen, das ist, was wir wollen und da drin kann alles passieren. Und ja. Also ich habe für mich da drei Regeln, die ich in dem Film auch sehr wichtig finde, rausgeholt. Das eine ist Freiheit, das nächste ist Mut zum Risiko, also Freiheit, Risiko und Flow. Und Flow bringt mich jetzt auch zurück nochmal konkret zu dem Film. A, mit diesem rhythmisierenden Schnitt und B, aber viel wichtiger mit der Musik. Und wenn man sich den Film ohne Musik vorstellt, was ja auch eine Regel sein könnte, Lars von Trier hat es vorgemacht, also ohne fremde Musik, dann geht ganz viel verloren. Wie wichtig ist die Musik und wie kam sie zustande? Super wichtig. Ich glaube, also weil es ist ein ganz spannendes Thema, auf das wir auch immer wieder stoßen, weil es ja tatsächlich eine Zeit jetzt gab, wo Musik im Film aus der Mode war und sich vielen Vorwürfen stellen musste, ne? Dass man sagt, einfach Musik verkittet Sachen, die sonst nicht zusammenpassen würden. Musik dudelt nur und mir fehlt jetzt das richtige Wort, aber versoßt einfach alles und macht, gibt vor, was man zu fühlen hat und macht alles irgendwie konsumierbarer. Und ich finde, da wird Musik als Mittel einfach Unrecht getan, weil ich glaube, Musik kann viel mehr als das. Und es ist schade, sie deswegen zu verbannen und zu sagen, einfach nur weil sie manchmal missbraucht wird und weil manchmal einfach unter manche Filme ein Teppich von belangloser Musik gelegt wird, deswegen zu sagen, okay, wir machen Filme, die keine Musik haben, ist ein kluger erster Schritt, aber es kann nicht die finale Konsequenz sein. Und deswegen bei uns eben ein anderer Versuch. Und entstanden ist sie auf eine ganz tolle Weise, nämlich Golo, der heute leider nicht hier sein kann. Weil er Musik macht. Oder? Weil er gerade Musik macht. der neben Ines der zweite Produzent im Boot ist. War früher mal Popstar. Richtig. Ja, wirklich. Wurde mir von Ines tatsächlich dann auch ans Herz gelegt als Komponist. Und nachdem er erstmal Produktionsleitung gemacht hatte am Set. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann versuchen wir das. Und Golo ist der beste Komponist, den ich bislang kennengelernt habe. Und ich möchte auch gar keinen anderen mehr. Also doch kennenlernen, aber ich möchte Golo nicht mehr missen. Und die anderen Songs, die nicht von Golo sind, die sind tatsächlich einfach aus unserem Team gesammelt. Wir haben zum Drehen eine Playlist mitgenommen, wo jeder einfach seine Lieblingssongs drin haben konnte. Und es sind wirklich Lieblingsbands von unterschiedlichen. Also jeder hat da so ein bisschen seine Lieblingsmusik drin auch. Und das war irgendwie gut, weil wir die halt schon beim Dreh auch gehört haben. Und auch in so emotionalen Momenten wie dann der Abreise vom Drehort und so, das ist irgendwie ganz geil, dass wir es geschafft haben, die auch im Film diese Musik zu haben. Und genau. Sag doch noch was zum Entstehungsprozess Musik. Ja. Der ist sehr spannend. Ja. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit aus zwei Gründen. Erstens haben wir gesagt, wir machen eine riesige Überproduktion, ähnlich wie bei diesem Dreh, wo wir viel Material gesammelt haben. Genauso haben wir auch super viel Musik komponiert. Wir haben richtig viele Titel gemacht, von denen nur ein Bruchteil im Film gelandet ist. Und wir haben aber uns immer nur kurz Zeit gelassen. Wir haben immer gesagt, wir machen pro Titel nur eine Stunde. Also wir entwerfen eine Skizze, wir bauen den und dann geht es wieder an den nächsten. Und Golo hat das wunderbar mitgemacht und wir haben echt ungefähr 30 Titel, habe ich das gerade schon gesagt? Ja. Und das ist, die kommen auch vielleicht dann auch noch auf einer Bonus-CD raus.
Weil wert wären sie es auf jeden Fall. Und das, was ein wichtiger weiterer Schritt ist, wo ich nicht verstehen kann, wie man das anders, also nicht wirklich verstehen kann, wieso man das anders macht, ist, wir haben die Musik mit in die Montage genommen und konnten dort darauf schneiden und dann von dort wieder zurück zum Komponieren gehen und dann wieder in die Montage und dann wieder zurück. Und das ist so ein unglaublich fruchtbarer, kluger Prozess. Und jeder, der damit mal eine Erfahrung gemacht hat, wie es sonst gemacht wird, nämlich, dass man einen fremden Titel nimmt, daraufhin schneidet, danach ist der Schnitt abgeschlossen und kann nichts mehr verändert werden. Und dann versucht man eine Musik zu komponieren, die diesem ersten Titel entspricht, den man vorher hatte. Wer das erlebt hat, der weiß, wie tödlich und wie schmerzlich das ist und wie man niemals daran rankommen kann, weil einfach man kann etwas nicht, man kann etwas, was man einmal gut gefunden hat und Montage, also einfach Bild, ja, Montage und Musik ist so ineinander verquickt in so vielen Details. Wenn man das dann versucht anders zu machen, es ist immer ein Verlust. Und ich glaube, niemand, der es nicht gemacht hat, weiß, wie viel dabei verloren geht. Und ich verstehe nicht, wieso man das so macht. Einfach, oder, beziehungsweise ich weiß, warum man macht es einfach, weil der Prozess, wie wir ihn gemacht haben, normalerweise Geld kostet, weil man den Leuten einfach für diese Zeit, die sie da investieren, Gagen zahlen musste. Sowohl in unserem Fall der Editorin als auch dem Komponisten. Und das wird sich halt gespart, dass man sagt, man hat nicht diese Zeit, man hat nicht dieses Geld. Und ich finde es halt so unglaublich verschenkt. Das war Flow die erste, Flow die zweite ist der Schnitt. Du hast vorhin gesagt, die Katharin hat damit ihren Abschluss gemacht. Sehr mutig, mit so einem extravaganten Schnitt ins Gremium zu gehen und zu sagen, das ist meine Abschlussarbeit. Wie kam das? Also wie kam dieser rhythmisierende Schnitt und wie viel Freiheit hast du der Katharin gelassen? Ich musste sie ermutigen tatsächlich. Also das würde Gesa bestätigen, die hat sehr viel Erfahrung beim NDR sammeln dürfen im Vorfeld und hat da auch sehr krasse Lehrer dort auch gehabt. Ganz anders als dann später auf der Filmhochschule, glaube ich, die wirklich gesagt haben, das alles, was wir jetzt hier im Film machen, geht gar nicht. Also sind Fehler. Jump Cuts oder gegenläufige Bewegungen, die man ineinander schneidet, sind Fehler. Oder große Sprünge in einfach von der Einstellungsgröße in die andere, das sind alles Fehler. Das wird im Fernsehen vermieden. Und ich glaube, wir haben alle so viel gesehen an Filmen, dass uns das doch nicht stören kann. Ne? Also wir sind alle so sehr auch im Bewusstsein, dass wir gerade einen Film gucken, dass all diese, also die Kontinuitätsmontage, die ich glaube aus einer Zeit kommt, wo man dachte, man muss den Leuten verheimlichen, dass sie einen Film gucken, dafür, dass sie die Geschichte genießen können. Das ist vorbei irgendwie. Ich glaube, an die Illusion ist vorbei? Nein, ich glaube, dass man wissen kann, man guckt einen Film und trotzdem die Geschichte genießen und trotzdem sich darin verlieren, weil das war unser großes Ziel, einen immersiven Film zu machen, wo man reingezogen wird in die Story. Aber ich glaube nicht, dass man dafür noch eine Kontinuitätsmontage braucht, die vorgibt, es würde keine Zeit vergehen zwischen den Schnitten, sondern es würde alles reibungslos ineinander verlaufen und wie viel Wasser im Glas ist zum Teil bei manchen Drehs, das war eine Erfahrung von mir, bei manchen Drehs dadurch wichtiger, als wie das Schauspiel rüberkommt. Also das ist auch wieder so ein Riesenverlust. Einfach, wenn man sich darauf fokussiert, weil ich glaube, es gibt wichtigere Sachen beim Filmemachen als diese Behauptung, oh, da vergeht gar keine Zeit. Es ist ja nicht nur die Zeit, die vergeht, es ist auch dass kein Bild sozusagen eine Statik entwickeln kann, sondern es gibt immer Bewegungen, es gibt Bewegungen in den Bildern und dann eben noch durch den Schnitt, die nicht motiviert sind durch irgendwelche inhaltlichen Aspekte, sondern allein dem Rhythmus verpflichtet. Das ist halt ganz, ganz konkret hier auch, weil wir gesagt haben, der Film erzählt vor allen Dingen ein bisschen mehr Clemens seine Geschichte, soll aber das Temperament von Lara haben. Und das ist Laras Temperament, glaube ich. Die ist so temporeich. Sie muss es auch sein, weil sie einfach in der Küche arbeitet. Aber diese Rastlosigkeit, die ist Absicht. Und ja, die gehört dazu. Reden wir kurz noch über Mumblecore. Mumblecore ist eine Bewegung aus dem amerikanischen Film, nur ganz kurz gesagt, zwei wichtige Protagonisten, Aaron Katz, Joe Swanberg, Leute, die Filme gemacht haben, die primär mit Originalton arbeiten, also nicht nachsynchronisiert werden, und dann entstand dieser Begriff, weil man so schwer verstehen kann, was die Leute reden. Ihr habt natürlich auch mit Originalton gedreht, das geht gar nicht anders, wenn man mit so viel Laien arbeitet. Wie nah ist euch diese Mumblecore-Bewegung? Ich find's gut, wenn man so.
andersrum. Ich habe tatsächlich, bevor wir in diese Schublade reingeschoben wurden, kaum was über Mumblecore gewusst. Und muss zugeben, ich bin auch bislang noch ein bisschen, ich fühle mich noch nicht gebildet genug über Mumblecore. Ich finde es aber grundsätzlich gut, wenn sich Schubladen auftun. Lasst uns da, also sozusagen, ich sage immer gerne, lasst uns gerne in eine Schublade packen. Machen wir ein bisschen Ordnung in der Filmlandschaft. Schubladen als Ordnungssysteme, das ist so. Herkeblass. Nee, also das kann man, viel mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Also es ist, ich glaube, es ist, es zeigt, also dass ich, also wir haben, ich, das, ich kannte dich nicht, aber ich glaube, dass da was Zeitgemäßes einfach drin ist, wo man sagt, ich glaube, dass die Tatsache, dass wir jetzt diese Art von Filme machen und machen wollen, hat viel einfach auch mit unserer Zeit zu tun, die A, natürlich technisch auch geprägt ist und ich finde beim Filmemachen natürlich ganz klar auch durchs digitale Filme machen und die auch langsam einfach anfängt, Sachen abzulegen, die eben aus einer Zeit kommen, wo Filmemachen halt noch anders war. Und man muss deswegen nicht das Drehen auf Film irgendwie verachten. Im Gegenteil, das ist toll, aber es ist eine andere Ära, in der wir leben und die erlaubt ein anderes Filmemachen und ich glaube, das ist genau das. Das ist natürlich unglaublich spannend, dass es offensichtlich ein so internationales Phänomen tatsächlich ist. Ihr habt vorhin gesagt, es war ein studentisches Experiment. Jetzt ist ja das Studium dazu da, zu lernen, wie man etwas richtig macht. Also man kriegt irgendwelche Vorgaben. So und so habt ihr die Dinge zu machen. Was ihr macht ist, ihr nehmt das alles, schmeißt das über Bord, macht es genau andersrum und habt damit einen Mega-Erfolg. Was passiert dann mit dem Experiment? Ich glaube, dann haben wir halt was richtig gemacht. Um ganz dreist zu sein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man... Also ich glaube tatsächlich, und das ist aber ein Riesenvorteil von den Filmhochschulen in Deutschland, dass es so schwer ist, da angenommen zu werden, dass man bis dahin schon die Grundprinzipien des Filmemachens schon gelernt hat. Man kommt nicht dahin, um sozusagen die Basis zu lernen. Und ich glaube auch, dass die Grundideen des Filmemachens sind so weit verbreitet in der Gesellschaft, da muss man gar nicht Film für studieren. Ich habe das Gefühl, es gibt richtig viele Filmexperten, die noch nicht studiert haben, die auch nichts mit Film zu tun haben eigentlich. Aber von daher, glaube ich, haben wir unser Studium sehr klug genutzt. Also statt das zu perfektionieren, eher uns auf die Suche zu machen, was eher zu forschen. Ich glaube, dafür ist ein Studium da. Ja, weil wenn also, man tatsächlich nur das lernt, wie man es macht, dann so lohnt sich das nicht, an die Hochschule zu gehen, um das mal ganz klar zu sagen. Aber es lohnt sich, an die Hochschule zu gehen, weil man da Mittel kriegt, um Filme machen zu können. Ja, aber das Entscheidende ist, man findet Leute. Und man findet Leute, die nicht, also die irgendwie auf jeden Fall sich ein Studium finanzieren können. Das heißt, sie müssen jetzt nicht in dem Moment vom Filmemachen leben, weil sie BAföG oder Eltern oder halt arbeiten irgendwie. Und die sozusagen gerade einen Freiraum in ihrem Leben geschaffen haben, wo sie so eine Forschung machen können. Und das ist das Tolle. Und das ist auch das, was wir jetzt einfach gefunden haben, was wir jetzt mitnehmen, also auch wenn wir dann irgendwann mal fertig sind, was wir dann mitnehmen, ist, dass wir halt ein Team sind und dass wir weiter zusammenarbeiten wollen. Als du an die Hochschule gegangen bist, war dir da klar, ich werde Produzentin und nicht Regisseurin? Ja, also an der HFF-Schule bewirbt man sich ja auch für die jeweiligen Departments, das ist ja auch an manchen Schulen anders. Da war mir das ganz klar. Während des Studiums habe ich dann irgendwann gedacht, um Gottes Willen, ich werde... weiß ich nicht, Taxifahrerin vielleicht besser. aber dann kam eben die Fogma-Idee. Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig gewesen für das Projekt, dass wir alle sagen, wir wussten alle schon, was wir machen wollen. Da mussten wir uns nicht finden, sondern wir konnten mit dieser, wie du auch schon sagst, mit dieser Basis irgendwie da anfangen und uns dann aber darüber austauschen, was sind denn die Sachen, die uns gefallen an den jeweiligen Jobs. Zu sagen. Wenn du sagst, dass ihr weiter zusammenarbeiten wollt, dann verstehe ich das auch so, dass ihr in der Art, wie Love Stakes gemacht wurde, weitere Experimente machen wollt oder wollt ihr euer Experimentierfeld ganz woanders hin verlagern und vielleicht mal, weiß ich nicht, mit dem Stummfilm experimentieren? Ja, tatsächlich wollen wir fürs nächste planen wir eine Serie, erstmal keine stumme Serie, sondern einfach eher ein längeres Format. Aber wollen da tatsächlich erstmal relativ nah dranbleiben, was wir hier gemacht haben, weil da die Idee auch herkommt, was Längeres zu machen, weil hier nach den 6 Wochen Dreh
war ganz stark das Gefühl da einfach, wir hätten da noch länger bleiben können, wir wären noch tiefer eingetaucht in den Ort. Und auch ist es einfach ein sehr charakterbasiertes Erzählen und das ist perfekt für ein längeres Serienformat, wo es ja wirklich auch darum geht, dass man Charaktere hat, die interessant ist, denen man gerne zuschaut. Von daher werden wir erstmal was ganz anderes machen und sehr nah dranbleiben. Das ist das Abschlussprojekt dann der Studienzeit? Mhm. Ja. Sind wir sehr gespannt. Jetzt haben Sie doch die Chance, Ihre Fragen loszuwerden, wenn Sie möchten. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Okay. Ich habe zwei Fragen zum Look des Films. Also der sieht ja wirklich sehr gut aus. Vor 10 Jahren konnte man ja Filme sehr gut unterscheiden, die mit wenig Geld und mit viel Geld gedreht worden sind. Das kann man jetzt hauptsächlich aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht mehr. Deswegen die erste Frage zur Kamera und zum Kameramann und zur Beleuchtung. Habt ihr da viel mit Beleuchtung gemacht oder ist das alles in der Postproduktion dann irgendwie so geworden, wie es jetzt ist? Oder habt ihr einfach eine fantastische Kamera, einen ganz tollen Kameramann wahrscheinlich? kurz was dazu. Zweitens, wenn man schon teure und billige Filme nicht mehr unterscheiden kann, dann scheint ja der große Vorteil dieses Films zu sein, dass ihr diese ganzen Gremien, Fördergremien und ähnliches Fernsehen umschifft habt und die Qualität des Films besteht darin, dass ihr eben das machen konntet, was ihr wolltet, dass ihr nichts Staatstragendes einreichen musstet, um überhaupt Kohle zu bekommen. Das heißt, wenn jetzt niemand von euch sein Haus verpfänden musste für diesen Film, dann frage ich mich, warum überhaupt Fördergelder, weil mir reicht es vollkommen. Diese Art von Film als deutsches Kino, ich brauche nicht mehr. Also vor 10 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, sieht scheiße aus, also schöner Film, aber irgendwie könnte er hübscher sein. Aber jetzt, also ich brauche nicht mehr. Warum Fördergelder? Also, weil, ja. Ich muss tatsächlich zuerst auf die zweite Frage antworten. Warum nicht? Warum Fördergelder oder warum überhaupt mehr Geld? Ines hat es vorhin schon ganz richtig gesagt, wir haben von BAföG und von unseren Eltern gelebt, wir sind alle Studenten gewesen. Das kann man nicht sein Leben lang machen. Also irgendwann will man eine Familie haben, irgendwann will man die Miete selber zahlen. Ich bin mittlerweile 33, das ist ein bisschen extrem. Da gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man macht Filme, die von der Industrie finanziert werden, wie wir vorhin schon gesagt haben, oder von Fördergremien oder am besten von beiden. Und dann, ich finde, die Frage müsste eher sein, muss Förderung staatstragend sein? Oder muss Förderung so viel Kontrolle haben über die Inhalte? Kann Förderung nicht eigentlich sagen, überlassen wir die Inhalte den Filmemachern mehr? Oder nehmen wir vielleicht Filmemacher mit in die Gremien auf? So, das wären, glaube ich, eher die Fragen. Ich würde niemals Filmförderung abschaffen wollen, weil es ist ein wirklich ein unglaublich großes, auch um es zu sagen, demokratisches Mittel. Und es ist eine geniale Situation, dass es beides gibt. Es gibt einen freien Markt. Es gibt eigentlich keine Abhängigkeit von den Fördergremien. Es könnte kommerzielle Filme geben, die ohne Förderung entstehen. Nur die könnte man vielleicht ausschließen. Man könnte vielleicht Filme, die tatsächlich so viel Marktpotenzial haben, dass sie auch zu einer Bank gehen könnten und sich das Geld darleihen, einfach zwingen, genau das zu tun. Weil die Filme gibt es und die gehen auch zu den Förderungen und die holen ganz andere Summen da ab, als wir es tun würden. Aber wir brauchen ein bisschen Geld. Also, und wir brauchen auch ein bisschen Geld, um zu leben. Und darauf möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Also da haben jetzt ungefähr um die 20 Leute irgendwie unterschiedlich lange, aber ein Teil dieser Leute 3 Jahre lang dran gearbeitet und keinen Cent dafür bekommen. Also wir haben das dann so ein bisschen, also wir haben ja in München so viele Preise gewonnen, wir haben das Preisgeld dann ans Team verteilt, so als Geste, um das anzuerkennen, aber das ist einfach, Film machen ohne Geld geht nicht. Das ist kein tragfähiges Konzept. Oder du willst nur Erstlingsfilme sehen von Studenten. Also das geht dann. Und das gibt es ja auch fast schon. Also es gibt ja wirklich das Ding, dass man sagt, erster und zweiter Film geht, ab dem dritten Film sieht man bei vielen Leuten nicht mehr. Und das ist auch ein Systemfehler, der zu komplex ist, um jetzt da gerade weiter einzutauchen. Deshalb lieber die Kamerafrage schnell beantwortet. Wir haben einfach einen genialen Kameramann. Ja, ich habe auch noch... Und kein künstliches Licht. Wir hatten eine kleine Lampe auf der Kamera obendrauf. Wie bitte? Die Red Epic.
Und was wir gemacht haben im Vorfeld ist, dass wir das Hotel, also natürlich nach dem Gesichtspunkt ausgesucht haben, also kann man da gut drehen, gibt es einen Look, und dass wir ein paar Lampen ausgetauscht haben, genau. Also dass sich die Frontstage und Backstage einfach unterscheidet, aber dass wir zu jeder Zeit da hingehen können und nichts aufbauen müssen. Oder so. Also wir haben warmes Licht im Frontstage und kaltes Licht im Backstage gewählt. Auch noch eine Frage zur Förderung. Also ich bin da fast ein bisschen erschrocken, wie borniert scheinbar die Förderlandschaft ist. Sieht man vielleicht auch an keiner Ohrhasen oder sowas. Aber ihr habt ja selber das Vorbild Vogma Dogma. Es gibt die Nouvelle Vague. Wenn man von Jump Cut spricht, muss man eigentlich schon gleich außer Atem mitdenken. Es gibt auch ganz klare historische Vorbilder, wo das sehr gut funktioniert hat, experimentell heranzugehen. Und die Originalität will ich euch nicht nehmen, aber ihr habt ganz klare Vorbilder. Also es ist ja jetzt nicht wie, ihr habt das Rad nicht neu erfunden, sondern ihr schließt an Dinge an, die einfach schon mal spannend waren. Aber die gab es schon mal. Und nicht mal das ist es möglich zu fördern. Also ist es wirklich so schlimm, und auch nicht mal im Rahmen der Hochschule, wo Studenten kreativ arbeiten wollen, wird es glatt gebügelt auf Continuity Editing? Ist es wirklich so schlimm? Also ich weiß nicht. Jein. Also vielleicht haben wir es, vielleicht haben wir es auch so, vielleicht nehmen wir es so krass wahr. Wie gesagt, wir haben kaum Fördererfahrung selber gesammelt. Wir haben auch wirklich keine Erfahrung mit Fernsehredaktionen selber. Wir kriegen das alles aus zweiter Hand erzählt. Und da kriegt man einfach mit, dass das einfach mit einer Fernsehredaktion einen Film zu entwickeln tödlich ist, weil einfach da die Zeiträume auch einfach ewig sind. Es zieht sich alles unglaublich in die Länge, bis man da überhaupt ein Treffen hinkriegt. Oder bis man dann sagt, okay, ja, jetzt können wir uns treffen, vergehen Wochen oder Monate, bis überhaupt dann gesagt wird, ja, nee, klar, ich habe deine E-Mail, die du mir vor 8 Wochen geschickt hast, schon gelesen mit dem neuen Exposé. Aber ich finde es nicht so gut, schreib doch jetzt ein neues. Nach 2 Monaten so. Und das ist kein Scherz, das ist das, was ich erzählt bekommen habe. Und das ist mit ein Grund, warum wir auch gesagt haben, wir machen das innerhalb der Hochschule und halten das klein und suchen nicht nach Partnern außen, wie in der Redaktion oder nach Förderern. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt sehr viel positive Rückmeldungen und vielleicht ist das ja auch, ich glaube, manche sehen eben darin ja auch vielleicht eine Handlungsnotwendigkeit, also Filmförderern, dass sie sagen, okay, dieser Film ist so erfolgreich und wie kann es sein, dass der keine Förderung dran gehängt hat? Jetzt müssen wir doch aber auch solche Filme fördern, damit uns kein Vorwurf gemacht werden kann. Also das wäre eine große Chance. Ja, und das ist tatsächlich was uns jetzt wirklich passiert. Also, dass wir kontaktiert werden und dass wir da sehr viel positives Feedback bekommen. Und wie ja auch eingangs schon gesagt, dass da ändert sich, glaube ich, was. Also, da kann was passieren. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Concierge und der Szene, wie er die beiden dann auf frischer Tat ertappt. Da würde mich jetzt interessieren, ob das Improvisation ist oder ob dieser Dialog, oder es ist ja mehr ein Monolog, ob der wirklich spontan war und vielleicht anschließend dann noch so ein bisschen entschlüsseln, wer jetzt Schauspieler war und wer Laie in dem Film. Ja, gerne. Also das ist improvisiert. Ich hab die beiden nicht vorgewarnt. Ich habe da nur gesagt, wir machen jetzt eine intime Szene in diesem Raum. Ist grob. Und hab ihn auf Abruf lauern lassen. und der Text, den er spricht, ist ganz frei. Und das ist von der Leber weg, einfach aus seiner... Aus seinem Arbeitsalltag. Aus seinem Arbeitsalltag. Und damit ist es schon verraten, Herr Winter ist tatsächlich Concierge und kein Schauspieler. Der hat den Text abgerufen, sozusagen. Der hat, glaube ich, davon einige Sachen schon gesagt oder auch gesagt bekommen. Das ist, glaube ich, Realität zu einem Teil. Ja. Also, nee, man muss aber auch sagen, er hat wirklich ein sehr großes Talent für eben, also er hat einen riesen Schatz an Redewendungen und an Formulierungen, die göttlich sind. Also wir konnten nur einen Bruchteil davon einfangen. Deswegen ist auch die Überlegung wirklich sehr ernsthaft, wieder weiter mit ihm zu drehen, weil er echt ein großes, großes Talent hat. Wir müssen nur gucken, dass wir an den Punkt kommen, wo wir ihm so viel bezahlen, wie er als Concierge verdient. Sonst kriegen wir ihn nicht. Ja, und ansonsten gibt es neben den beiden Hauptdarstellern noch eine andere Person, die professionelle Schauspielerfahrung hat. Gibt es da Tipps?
Guesses? Was? Weißen Kittel am Anfang? Koch? Aber alles nicht richtig. Ja. Ja! Witzigerweise hieß sie, glaube ich, auch tatsächlich so. Die übergriffige Gästin. Ja. So hieß sie, glaube ich, in der Drehbuchfassung. Ja. Nee, da kann man keine Laien besetzen, tatsächlich. Das, da braucht man Profis. Ja. Ich habe auch zwei Fragen, die mir auf der Seele brennen, weil ihr macht ja, ihr habt ja nicht nur das Ganze vorher gemacht, sondern ihr seid ja sogar im ganzheitlichen Ansatz bis zum Schluss jetzt dabei. Also ihr verleiht ja auch mit, das heißt, ihr bringt den Film in die Kinos in irgendeiner Weise und habt da so wirklich auch verschiedene Ideen gehabt, irgendwie online auch so Geschichten zu machen. Könnt ihr da was zu sagen? Ist das einfach, ist das schwer, sich da so zu positionieren? Und die zweite Frage stelle ich gleich. Mhm. Ja, also ob es einfach oder schwer ist, das weiß ich nicht. Wir haben es ja noch nie anders gemacht. Wir hatten halt die Chance, nachdem wir in München so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass wir tatsächlich in einer ziemlich großartigen Situation waren, dass wir uns mit ganz vielen Verleihern treffen konnten. Und das war aber ehrlich gesagt nicht so berauschend, weil die Ideen, die da kamen, einfach sehr business as usual waren. Also die hatten nicht viel mit unserem Film zu tun. Und uns ist natürlich bewusst, dass das ein kleiner Film ist, wie man immer sagt. Also da sind keine Stars, da sind irgendwie nicht diese klassischen Marketing-Hooks drin. Man sagen kann, klar, da ist der Matthias, dann geht auch jeder rein. Sondern da geht halt erstmal keiner rein, außer man verkauft den Film sehr gut und bringt irgendwas an die Leute, was sie interessieren könnte. Und das haben wir eben nicht gesehen in den Angeboten, die wir hatten. Und dann hatten wir aber die tolle Möglichkeit, dass wir ein Angebot hatten von einem Partner, der eigentlich aus der Musikbranche kommt. Und da die Digitalisierung mit erlebt und glücklicherweise mitgestaltet hat. Und das fanden wir dann interessant, also da auch so eine Partnerschaft einzugehen, die eben ein bisschen abseits des klassischen Wegs ist, und konnten dann so ein Modell finden, dass wir den Film gemeinsam herausbringen. Also die Daredo, der Verleihpartner, hat die Rechte sozusagen am Film erworben, aber wir konnten die gesamte Kampagne selber gestalten und tatsächlich unsere Materialien, also Trailer, Plakate und diese ganzen Sachen, die man erstellt, tatsächlich selber entwerfen und das ganze Konzept eben mitgestalten und durchführen. Und da hatten wir eine ganz, wie ich finde, gute Idee. Und zwar haben wir gedacht, okay, was ist denn mit diesem Film? Es ist irgendwie so ein Film, der ist tatsächlich, hat er eine ziemlich große Range an Leuten, die der interessieren kann, junge und alte und so, aber vor allem ist er doch interessant für jüngere Leute. Und jüngere Leute gehen nicht ins Arthouse-Kino, das sagen die Zahlen. Also, was machen jüngere Leute? Die gehen ins Internet. Und dann haben wir einfach so ein bisschen aus unserer Erfahrung heraus gedacht, es wäre doch ideal, wenn man einen Film, der so eine Aufmerksamkeit wie unserer jetzt mal, so eine außergewöhnliche hat, wenn man den zu diesem Zeitpunkt tatsächlich abrufen könnte. Und das bedeutet, dass wir wollten, dass die Kinos, also dass er in die Kinos kommt, ganz normal, und dass die Kinos aber auf ihrer Homepage den Film auch als Streaming anbieten. Also so, dass man einfach bei seinem Kiez-Kino hingehen kann auf die Homepage und dann einen fairen Preis zahlt, der sich so ein bisschen am Kinoticket orientiert und ihn da auch gucken kann, wenn man eben keine Zeit hat für die 18-Uhr-Vorstellung, sondern eben um 21 Uhr Zeit hat. Und darüber wollten wir halt gewährleisten, dass der Film einfach verfügbar ist, jetzt, wo die Leute davon wissen. Und da hatten wir dann auch einen weiteren Partner, der selber Kinobetreiber ist, gefunden, der uns da helfen wollte, der die Kinos angesprochen hat, und hatten dann so 25 Kinos, die da mitgemacht hätten. Das wäre ein großes Experiment gewesen. Und wurde allerdings einen Tag, bevor wir die Pressekonferenz machen wollten, verhindert mit einer Boykottandrohung des Kinoverbands, die gesagt haben, welches Kino auch immer dieses Experiment startet, fliegt raus, nicht so schlimm, was nicht. Aber wenn ihr dieses Experiment auch nur mit einem Kino startet, dann werden alle anderen Kinos im Verband den Film nicht spielen. Dann haben wir gesagt, okay, dann nicht, weil was wir ja eigentlich nur wollen, ist, dass der Film zu den Leuten kommt. So wahrscheinlich nicht. Also haben wir ihn dann konventionell ins Kino gebracht und haben aber jetzt gemerkt, dass das unglaublich viel angestoßen hat. Also das ist eine Diskussion, die sich jetzt immer weiter rollt, und gemerkt, dass da wirklich in so ein Wespennest gepiekst haben, und sprechen dazu jetzt auch auf mehreren Podien, und es ist sehr interessant, das zu beobachten, dass wir mit so einer, aus unserer Sicht ehrlich gesagt, simplen Idee
Ja, vor allem mit der Androhung, sie wirklich umzusetzen. Ja. Das war, glaube ich, das war das, wo wir auch sozusagen, wo wir nicht gedacht hätten, wie viel Angst dann tatsächlich entstehen wird. Ja, aber woher kommt die Angst? Wovor hat man denn Angst? Veränderung. Ich meine, die Leute, die nicht ins Kino gehen, gehen nicht ins Kino. Richtig. Und sie gehen auch nicht weiter nicht ins Kino, weil Richtig. Da ein Stream ist. Ja. Das ist Unsinn. Ja, aber ich glaube eben tatsächlich, es ist wirklich wichtig, das jetzt zu diskutieren, weil es gibt etwas, was da ist und was nicht mehr weggehen wird, und das ist das Internet. Ja. Einfach. Und man kann es nicht mehr leugnen und man kann nicht sagen, ah ja, das ist nur ein Spleen, es wird schon wieder vorbeigehen. Nee, das Internet ist da und Leute konsumieren audiovisuelle Inhalte einfach im Internet. Und es eignet sich auch immer mehr für Langfilme. Es wird einfach definitiv alle anderen Trägerformate irgendwann ersetzen. Also sehe ich das. Ich bin überrascht, dass es das noch nicht getan hat. Das hat bestimmt auch technische Gründe oder was weiß ich. Aber für die Kinos sieht es so aus, dass die Kinos, glaube ich, irgendwann gezwungen sein werden zu reagieren und dass es sehr klug wäre, jetzt zu reagieren und sich seinen eigenen Platz dort zu erkämpfen. Und unsere Idee war keine Anti-Kino-Idee, sondern unsere Idee war, dass die Kinos, und das kann man jetzt nochmal wiederholen, dass die Kinos finanziell beteiligt werden am Film gucken im Internet, was total krass ist eigentlich. Also man könnte ja auch andersrum sagen, mit welchem Recht sollen die denn überhaupt daran beteiligt werden? Und wir finden voll, weil Kinos sollten noch mehr in diese Rolle gehen, auch ein Kurator zu sein, noch viel mehr einfach direkt mit ihrem Publikum kommunizieren, noch viel mehr auch daraus sich eine Identität schaffen, dass sie Filme aussuchen, dass sie sagen, das sind relevante Filme, das sind Filme, die wir so zusammenstellen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz großes Tool dafür, dass man sagt, man hat die Filme auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar. Man beschränkt sich als Kino nicht nur auf den Raum, weil es sind einfach unterschiedliche Motivationen auch, ob man einen Film guckt, ob man den alleine guckt zu Hause oder tatsächlich mit mehreren Leuten ins Kino geht. Manche gehen auch alleine ins Kino, manche haben Kinder zu Hause, können nicht ins Kino gehen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, für kleine Filme wie unseren wäre das eine Riesenchance, die Mundpropaganda zu kriegen, die man braucht, um als Film überhaupt eine Relevanz zu kriegen, um überhaupt ein Publikum zu kriegen. Und das kann man nicht erschaffen, das kann man nicht durch Presse kriegen. Also selbst die dicksten Kritiken überall werden diese Relevanz nicht hinkriegen. Das ist Mundpropaganda. Man hätte jetzt auch viel mehr Geld, als wir es hatten, ausgeben können für Plakatierung und was weiß ich nicht alles. Aber im Endeffekt zählt die persönliche Empfehlung. Also wenn jemand sagt, den Film habe ich gesehen, der ist geil, geh da rein, dann gehe ich da auch tatsächlich viel eher rein, als wenn alle anderen Medien mir das kommunizieren. Und deswegen ist da eine Riesenchance für Filme. Die zweite Frage, die ich noch habe, bezieht sich auf eine Kritik, die die Zeitschrift The Hollywood Reporter über euch geschrieben hat. Und die hat das tatsächlich als den Anfang einer neuen Filmbewegung bezeichnet. Also was ja wirklich so eine große Adelung ist, wenn selbst in den USA das wahrgenommen wird. Deswegen würde mich interessieren, German Mumblecore, das gibt es ja quasi schon so seit 4-5 Jahren, Axel Ranisch und viele andere. Habt ihr da mit denen zu tun? Wenn ja, wie? Tauscht ihr euch aus? Oder seid ihr quasi jeder so für sich und es ist zufällig, dass ihr quasi einen ähnlichen Ansatz jeweils habt, wie ihr da vorangeht? Dein Bruder ist da zu nennen, Nico Sommer, Aaron Lehmann, alle haben ganz viele Preise gewonnen. Und ja, erzählt mal da, wie sieht's aus im German Mumblecore? Also lustigerweise kenne ich alle Leute, die du genannt hast, schon recht gut. Wirklich herauszunehmen, meinen Bruder, den kenne ich seit er geboren ist. Wir sind im Austausch. Wir haben, glaube ich, jeder aber trotzdem gleichzeitig einen eigenen Impuls, warum wir solche Filme machen. Ich würde niemanden von uns irgendwie abstreiten, dass er wirklich aus einer ganz anderen Richtung kommt. Das ist ganz witzig. Also auch selbst mein Bruder macht aus anderen Gründen diese Art von Filmen, als ich sie mache, aber wir sind natürlich unglaublich im Gespräch. Und wenn das schon reicht, um eine Bewegung zu haben, dann geil. Dann. Ja, der große Unterschied von uns zu den anderen ist, glaube ich, dass wir eine der wenigen sind, also die der Sache halt noch einen extra Namen gegeben haben. Also die halt gesagt haben, das ist jetzt Fogma. Wäre natürlich cool, wenn jetzt alle anderen auch sagen, das ist jetzt Fogma, aber das ist nicht sozusagen unsere
unser Anspruch. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir sind anders als die anderen, weil wir jetzt Fogma sind, sondern es ist tatsächlich einfach irgendwie was, was in der Luft liegt und was, was vielleicht auch so eine, ja, einfach so eine Art von Lust am Machen ist, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie haben wir die jetzt gerade. Ja. Lust am Machen. Haben Sie noch Fragen oder sollen wir nach Hause gehen? Da oben ist noch. Da, ganz oben war noch. Ja, ich komme. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das super finde, den Mut zu haben, das übers Internet auch zur Verfügung. ZDF hat ja auch einen Livestream zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Sendern ist. Und es ist ja nicht nur eine Chance, wahrscheinlich ist es wirklich Angst, sozusagen den Verlust von Marktkontrolle und mit bestimmten Zugpferden eben ja, Massen anzuziehen. Weil es ja auch eine Chance ist, ganz viele Filme vielleicht zu sehen, die man so gar nicht als Publikum auch nicht sehen würde, weil sie eben nicht ausgewählt worden sind, weil es keine Zugpferde gab oder so. Also es finde ich total super, wenn man das irgendwo liken kann oder so, wo ich das kann. Es gibt ja auch ein Argument von den Kinomachern oftmals, dass sie dann eben diese sogenannte Commission, also sprich das, was sie an Popcorn und sonst was einnehmen, eben dann dadurch verlieren würden. Das war so die große Sorge des Verbandes. Das ist das Hauptargument. Ja. Übers Kino. Sind noch weitere Anregungen, Anmerkungen? Dann würde ich sagen, bevor... Lass doch mal. Ah ja, stimmt. Eine Frage hätte ich noch. Mich würde interessieren, dass nach den ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt mit dem Dreh gemacht habt, würdet ihr das nächste Mal mehr Schauspieler zum Einsatz mitnehmen oder würdet ihr wieder sehr viel mit Laien arbeiten? Weil ich fand jetzt zum Beispiel, dass gerade die Szenen in der Küche, wo ihr vorhin erwähnt habt, dass die sehr dokumentarisch aufgenommen worden sind, weil die Leute einfach verstehen, die da arbeiten, was sie anfassen müssen, dass die am ehesten so ein bisschen dran gekrankt haben, dass da eben das Laienhafte auf den Darstellern rübergekommen ist. Das Laienhafte, weil die natürlich keine Schauspieler sind. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, vielleicht mit dem Zuspruch, den ihr jetzt habt, dass man vielleicht auch Budget zur Verfügung hat. Also würdet ihr jetzt drüber nachdenken, doch wieder mehr Schauspieler mitzunehmen, weil das Dokumentarische und das Impro-mäßig könntet ihr ja beibehalten. Also, ist ja jetzt nicht dem Budget geschuldet, dass wir nicht mehr Schauspieler mit dem Boot hatten. Also es war jetzt nicht eine Sparmaßnahme, sondern es war tatsächlich der Gedanke, dass wir gesagt haben, darauf haben wir Lust. Das ist auch gerade für unsere Schauspieler eine große Herausforderung, dass sie sich daran messen müssen, dass sie sozusagen dem gerecht werden müssen. Das ist auch ein großer Ansporn eben für die, dass sie sagen, ich muss meine Rolle so authentisch gestalten, dass sie in diesem realen Küchenumfeld auch bestehen kann. Weil die haben ja wirklich mitgearbeitet. Wir haben ja nicht den Betrieb angehalten, sondern die haben wirklich mitgearbeitet und Lara hat mitgekocht, einfach in dem Tempo. Und das ist einfach eine Sache, auf die ich nicht verzichten möchte, die ich zumindest fürs nächste Projekt einfach auch noch wieder spannend finde und worauf ich große Lust habe. Nee, das funktioniert. Also ich fand, dass eure Hauptdarsteller da wunderbar funktioniert haben. Ja, und eher so die Anspielpartner waren, die dann natürlich logischerweise ein bisschen schwächer waren. War meine Einstellung. Nein. Ja, das ist doch schön. Gibt es Gesprächspotenzial jetzt noch? Auch nach. Dann verlagern wir das private Gespräch in den Außenraum. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Dasein. Ein Veranstaltungshinweis. Ja, ein Veranstaltungshinweis, bitte. Noch, ich habe auch noch einen. Achso, mach du zuerst. Magst du es schnell sagen? Aber ich weiß das Datum nicht. Auf jeden Fall, wenn Ihnen der Film gefallen hat, dann sagen Sie es bitte weiter, weil wir jetzt schon gesagt haben, Mundpropaganda ist das, was wir brauchen. Und der Film läuft in Frankfurt jetzt noch zweimal. Genau, am 8., am diesen Donnerstag, im Orpheus Erben. Und am Montag, den 12. im Orpheus Erben. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Ines Schiller und Jakob Lass, danke euch für das tolle Gespräch.
Und wenn Ihnen das gefallen hat, wir haben auch ganz viele tolle weitere Gäste in dieser Reihe und in anderen deutschen Filmen. Jetzt nächsten Sonntag wird Volker Schlöndorff hier sein und Baal vorstellen, der Film, der 40 Jahre verboten war. Und im nächsten Monat wird in der Reihe Was tut sich im deutschen Film Johannes Naber seinen Film Zeit der Kannibalen präsentieren. Der spielt die ganze Zeit im Hotelzimmer, ist ein Kammerspiel und das sind drei Unternehmensberater, die sich da gegenseitig zerfleischen. Es lohnt sich, auch den zu sehen. Und jetzt einen guten Nachhauseweg Ihnen allen. Ja, schön, dass Sie da waren.